So, Freunde, los geht's. Ja, es hat jetzt lang genug gedauert. Ich hab noch nicht mal was für einen Arsch gehabt. Also so Beinschutzdinger habe ich überhaupt nicht gehabt. Ja, weil ich die ganze Zeit die Dinger verkauft habe oder verkloppt habe. Und hab gar nicht, ja, weil ich immer die Robe ich brauche die. Dahin wird schon eine Tortur. Aha. Ja, voller Spinnen. Ist klar, dass die Leute uns nicht einfach macht, aber da drinnen wird das die Hölle wahrscheinlich. Aha. Ja, die wird sich wohl nicht alleine dahin stellen und sagen, ja, hier bin ich. Hallo. Komm und hol mich. Nee. Rüstung der Bewahrung, nehmen wir mit. Ey, ey, ey. Oh, da hinten liegt auch was. Oh, ich hab's geahnt. So, jetzt gehen wir rein. Katrus. Oh, oh. Der nächste Endgegner wahrscheinlich. Boss. Ja. Ich habe mich ein bisschen drauf vorbereitet, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber halt. Waffe primär. Da fällt der Stab eigentlich voll in eine Tonne, weil hier Gemme des Blutdursts und Volltrefferschaden. Genau. Ist zwar langsam, aber ich nehme es trotzdem. Die Sterbliche aus Schloss Jolvan. Wie unschön, dass ihr entkommen seid. Ihr seid starkköpfig, ja. Alle Sterblichen. Doch mein Volk ist beharrlich. Mhm. Eine Eigenschaft, die wir nicht mit euch gemeinsam haben. Ja, der Großteil meiner Horde wartet drinnen. Ich kann es kaum erwarten, sie euch zu zeigen. Aber ich bin weder auf meine Spinnen angewiesen, noch unvernünftig. Ich sehe, dass auch ihr auf eure Art brutal seid. Ich werde euch vergeben. Im Tausch gegen die Leben von Kanarok. Was? Ich tilge sie von der Landkarte. Ich werde euch zuerst töten. Tja. Ich sehe die Vorteile da drin. Ich weiß es nicht, wenn ich... Nee. Oh, und ich dachte schon, ihr habt Potenzial. Ah, nun, mir fehlt das Mitgefühl, euch selbst zu töten. Ihr seid leichte Beute für meine Wächterspinnen. Solange sie atmen, kommt mir niemand zu nahe. Diese Mauern gehorchen mir. Das Leben dieser Spinnen gehört mir. Mhm. Euer Weg zu mir wird durch Wurzeln und Fänge versperrt. Mhm. Die Drecksau. Wächterspinnen töten. Na, super. Ist doch brillant. Hier. Anhänger des Widerklangs. Ja, das interessiert mich schon alles. Accessoires. Anhänger des Widerklangs. 8% Chance, pro Treffer 5 Leben zu rauben. Nee, giftresistent. Den wollte ich anlegen, genau. Moment, vielleicht habe ich da noch einen Ring. Da habe ich den. Schadensresistent. Nee, dann lass mal so. Ja, ja. Oh, nicht schlecht.
Oh, das ist nicht schlecht. Aua. Aua. Oh, die ist nicht... Ey, die lebt ja noch. Das geht gar nicht. Das Ding ist zwar behäbig. Naja, schauen wir mal, wie wir klarkommen. Schauen wir mal weiter. Ja, irgendwas muss ja... Ah. Schutzzauber, Bannen, Mittel. Ich kann mir jetzt keinen... Nee, ich kann mir jetzt keinen erlauben. Nee, das geht gar nicht. Ah, ah. Mal klar. Sinkt richtig das Schwert. Aua. Das ist nicht ganz so. Sekunde. Wenn ich jetzt wüsste, was ich nicht wüsste, aber hier können wir nichts machen. Okay, da muss ich ja hierher. Aber das Schwert ist echt... Wow. Ich find's geil, so ist es nicht, aber... sehr behäbig. Ja. Dass ich Feuer mitgenommen habe. Ja, das sag ich dir. Reparaturkits, das ist gut. Da stehe ich drauf, ja. Reparaturkits sind gut. Keine Reagenzien gefunden von den... Oh, das wird wieder hier. Oh, viele Reparaturkits. Na kommt schon. Zu singen hier. Oh, oh. Ja, geht doch mal hier. Ey, die Seitenschuhe zerstört? Oh Mann. Richtige dafür. Oh. Hä? Ja, das war ja jetzt wohl nichts, ne? Zerstört, Tatsache. Absolut richtig, Gegenstand. Ah, da. Na wunderbar. Das geht alles noch. Ja, ich will jetzt nicht. Aber Waffen. Das wäre auch Mittel. Ne? Ja. Das ist
bislang. Moment, Mittel? Ich probiere es mal, warum nicht? Komme ich jetzt von da oder von... nee, von hier komme ich. Ja. So. Nun komm schon. Ja, werden natürlich gleich gucken. Ja, ich nehme alles mit. Kann ja nicht schaden. Reparaturkits, das ist echt nice. Ja, absolut nice. Wirklich, wirklich nice. So, kommt schon. Lass die Große mal weg erstmal. So, auf Wiedersehen. Komm. Halt. Oder? Nee. Heurig. Das ist also ehrlich, das ist eklig. Ja, Spinnen. Ja. Naja, Gift ist eigentlich mir egal. Glaubst du und ich nicht. So, wie haben wir denn da Konsumgüter? Nein, nicht Konsumgüter, Gegenstände. Kids Chakrams. Der Säbel. Nee, der kann noch. Das ist noch gut. Glanz und Schatten. Ob ich die mal probiere? Als Primärwaffe? Lass mich die mal probieren als Primärwaffe. Wo sind die Dolche da? Glanz und Schatten. Lass mich die einfach mal probieren. Ja. Wow. Alter, die sind ja mal richtig geil. Aber sowas von geil. Nein, die sind ja mal hammermäßig. Moment, du wartest. Blöde Kuh. Trübe Feuerschwere, Mana-Trank. So, und dann werde ich mir alles reinschlabbern, was geht. Das kannst du einfach lassen. Ja. Weil ich nicht weiß, was die Alte so drauf hat. Hier schon wieder. Ja. Ich muss sagen, euer Hunger ist groß. Mhm. Im Gegensatz zu den Feinden, die ich auf Schloss Jolvan getötet habe. Ja. Nun kommt, prüfen wir einander. Ich fürchte die Niederlage nicht. Ich werde zu gegebener Zeit auferstehen. Im Gegensatz zu euch. Wer weiß. Meinst du, blöde Kuh? So, Moment. Jetzt machen wir das mal. Stahlvorhang, Präzision, Erfahrungsstärke. Nee, Lebensentzug nicht. Schadensverstärker. So, Sonnenschein. Jetzt geht's mal richtig vor die Fresse. Aua! Doch nicht, aber egal.
dass ich die Resistenz genommen habe. Die alte überhaupt. Ja, ja. Mana-Trank. Oh. Sorry Leute, aber ich brauche einen Mana-Trank. Konsum? Wo ist Mana? Mana, 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 da. Zack. Der kommt raus. Gedrückt halten zum Aufspüren. Jetzt müssen wir die mal hier eben alle niedermachen. So. Das sieht doch gut aus. Ne, oder? Ja, das sieht gut aus. Ja, hervorragend. So, jetzt müssen wir hier irgendwie raus. Da war ich schon dran, ne? Ja, jetzt muss ich hier irgendwie raus. Das sieht gut aus. Ei, halt. Gut, einen Mana-Trank brauchte ich doch, ne? Gut, okay. Das lässt sich dann an. Ah, herrlich. Doch, ich find's geil. Ja, ich habe einiges an Giftresistenz und gemacht auf der Kleidung auch und. Ja, doch, das ist echt, das hat mir sowas von geholfen jetzt. Und vor allen Dingen Schutz. Ja, den hatte ich echt da drauf gepackt und wow. Der war mal so richtig schön nötig. Ja, ich mache das gerne, damit ich viel Schutz habe und wenig ausweichen muss, dafür aber drauf kloppen ohne Ende. Ja, manchmal klappt das, manchmal nicht. So, dann geht's jetzt weiter. Jetzt müssen wir wieder zurück. Ja, die Teufler da abschlachten und alles. Nee. Ja, wer weiß. Wer weiß, was das für Vorteile gegeben hätte oder auch nicht. Vielleicht wären die Spinnen da meine Freunde gewesen oder ich weiß es doch nicht. Und ich hätte dann so richtig, ja. Hm? Auch Spinnen? Ja, alles Spinnen. Ja, ja, das macht mir gar nichts bei dem hier. Oh. Zack, die Bohne, bumst die Erbse. Was haben wir denn hier noch? Egal, nehmen wir alles mit. Und jetzt weiter. Ja, gut, irgendwie wäre das ja falsch gewesen. Wir sind ja eigentlich da. Oh, Entschuldigung, warte mal. Und
Güte, wir sind ja eigentlich hier, um die Leute zu retten und nicht um sie zu gefährden. Ja. So, also hier rein. Ich müsste jetzt Party geben normalerweise hier, aber ohne Ende. Yeah, gib mir. Scheiß Viecher, ey. Boah. Alles kreucht und fleucht. So. Den Göttern ist es vollbracht. Ich... Danke, Fremde, für eure Hilfe. Mit eurer Klinge und meiner Führung haben wir das Dorf vor der Witwe gerettet. What? Zum Dank laden wir euch ein, hier zu leben. Und überreichen euch dieses Geschenk. Aha. Diese verdammte Feier hätte es beinahe geschafft, unsere Eingeweide an die Spinnen zu verfüttern. Aber ich habe ihr gezeigt, dass mit Menschen und Alpha nicht zu spaßen ist. Edward. Ich bin nun wahrhaftig das Oberhaupt von Kanarok. Dank meines kühlen Kopfes und zugegebenermaßen ein wenig Hilfe, habe ich es geschafft, das Dorf wieder sicher zu machen. Sag mal, du alten Spinner. Ich hab die Malore gemacht, du Sack hast gar nichts gemacht. Er ist noch immer ein gefährlicher Ort, versteht das nicht falsch. Aber jetzt, wo die Witwe tot ist, fühlt sich die Luft frischer an, weniger verdorben. Jetzt, wo der Wald wieder sicher ist, ist es ein geschäftliches Muss, weitere Ernter in die Netze zu schicken. Ohne die nötigen Mittel können wir dieses Dorf nicht wieder aufbauen. Na, ich weiß nicht. Bald wieder. Ja, wahrscheinlich. So. Das Dingenlose Enden ist erledigt. Ja. Gut. Wie kann ich euch helfen? Gar nicht. Inventar, was haben wir denn dann gekriegt? Rüstung. Irgendwas haben wir doch hier gekriegt. Edle Seidenrobe. Nein, nein. Entwickeln. Was haben wir denn da gekriegt? Kann mir da mal einer sagen? Da, Kanarok Tuch, Spinnenseide aus dem Netzwald in Dalentar. Sie wird bei der Herstellung eleganter Kleidung sehr geschätzt und ist ein wertvoller Rohstoff. Okay. Naja, gut. Wenn das so ist, dann soll das so sein. Und Waffen... Naja, waffenerträglich war das jetzt nicht. Obwohl, schönes Ding hier mit Dingens drin. Ja. Na, hervorragend. Ich denke schon wieder, ich bin voll bis oben hin fast. Und ja, die Folge war natürlich auch nett. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich sage jetzt gute Nacht.